In Österreich gibt es ein bestimmtes Phänomen, das ich schon lange analysiert habe, und ich bezeichne das jetzt unter Anführungszeichen als Judeus ex machina. Ja? Also man kann immer wieder ein Feindbild unter Anführungszeichen Jude instrumentalisieren, wenn es gebraucht wird, ja? Also, oder wenn es Sinn macht. Das war damals in der Waldheim-Affäre so, da hat das also zu einem Schulterschluss in Österreich geführt, also wir gegen den jüdischen Weltkongress, wir gegen die internationalen Medien und so weiter, also ein starker chauvinistischer Zusammenschluss hat damals stattgefunden. Und da hat sich also zum Beispiel dieser Sündenbock wirklich angeboten. Und so ähnlich kam es mir jetzt bei dieser Liederbuch-Affäre vor, nur waren die also lang nicht so erfolgreich, dass man das aktivieren wollte. Also sozusagen, wenn jetzt unser Kandidat also angegriffen wird und also da unterstellt würde, man wäre da also Nazi-affin und so weiter, dann kann man sozusagen Projektion mit dem, Identifikation mit dem Aggressor, also jetzt erst recht, und schauen, dass man erst recht viele Stimmen mobilisiert. Es ist in dem Fall nicht so gelungen und war nicht so erfolgreich wie damals. Und da spielt natürlich vieles mit, also insofern sind das wirklich Äpfel und Birnen, also wenn ich das so sagen darf. Ich würde schon sagen, dass seit der Waldheim-Affäre sich Wesentliches verändert hat, ja, und das kann man auch nicht leugnen, nicht? Und ab dem Punkt haben sich die Geschichtsbücher verändert, ja, also es hat sich institutionell sehr viel verändert. Dokumentationen im ORF und, ja, also es hat sich sozusagen der hegemoniale Diskurs sehr verändert. Es gab dann zwar immer wieder ein Auf und Ab, ja, aber es gab öffentliche Entschuldigungen von Wranitzky und von Kleestil, dass Österreich und Österreicherinnen eben auch Mittäter, Mittäterinnen, Täterinnen waren. Es ist ja bekannt, dass gerade unter den höchsten, also den größten Kriegsverbrechern sehr viele Österreicher proportional beteiligt waren. Also insofern hat eine gewaltige Aufarbeitung begonnen. Nicht eine, also ich bin eben immer dagegen, Bewältigung zu sagen, sondern eher Aufarbeitung oder Bearbeitung, weil bewältigt hat man das nicht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich rechtsextreme Gruppen, die ihr Narrativ weiterführen, nämlich der Niederlage am 8. Mai. Es haben gerade da die Burschenschaften bis vor kurzem am Heldenplatz noch eine Trauerfeier abgehalten. Und da denke ich, ist auch noch einiges zu tun, wenn, da Sie mich angesprochen haben, was diese Kommission bearbeiten soll, dann kann ich nur sagen, beispielsweise, also solche symbolische Politik wäre sicher wichtig, auch genau zu analysieren. Die Anti-Islam, Anti-Muslim-Stimmung ist sicher unglaublich gewachsen, das ist keine Frage. Also wenn man auch wieder über die Jahrzehnte anschaut, also das war sicher während des Jugoslawienkriegs lang nicht so stark wie jetzt, wo die Flüchtlinge aus Syrien, Irak, Afghanistan und so weiter kommen. Natürlich hat die Xenophobie mit 1989 begonnen, ja, also mit dem Öffnen des Eisernen Vorhangs und damals ganz stark gegen die Rumänen und die Polen, also nicht gegen Muslime, sondern gegen unsere östlichen Nachbarn, von denen behauptet wurde, sie schauen anders aus. Und wo auch vor den jungen Männern gewarnt wurde. Also auch da haben wir eine Studie damals gemacht, der Diskurs ähnelt dem heutigen unglaublich stark. Aber mit sozusagen der Flüchtlingsbewegung ist diese antimuslimische Bewegung stark gestiegen. Aber
oft kommen antisemitische und antimuslimische Einstellungen zusammen vor. Also zum Beispiel, wenn es um Halal geht oder also um koscheres Essen, wenn es um Beschneidung geht, ja, dann wird das vermischt. Und bei diesen wirklichen rechtsextremen Gruppen werden sowohl Juden wie Roma, wie auch Behinderte, wie auch Muslime angegriffen. Nicht? Also da kommen alle vor, die eben nicht weiß und christlich sind. Mhm. Identitätskonstruktion hängt ja immer damit zusammen, dass man gleich ist wie X und anders ist als Y. Ja? Also das heißt, man stärkt die eigene Identität damit, indem man sich stark unterscheidet von anderen. Also insofern kommt sozusagen das Wir und die anderen ist ein quasi normaler Prozess bei der Identitätskonstruktion und ist per se auch nicht gefährlich. Mhm. Gefährlich wird es dann, wenn die anderen abgewertet werden. Und das merkt man also in Krisenzeiten, aber auch in sozusagen Zeiten ganz normaler Entwicklung, dass komplexe Probleme scheinbar leicht lösbar sind, wenn man die Schuld an diesen Problemen dieser anderen Gruppe zuschiebt. Und so hat man also eine sehr simple Erklärung für eigentlich sehr komplizierte Sachverhalte. Also wenn es die Weltwirtschaftskrise in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gegeben hat und dann also sehr leicht erklärt wurde, dass die Juden daran schuld sind, so hatte man eine sehr simple Erklärung, ja, und dann konnte man als nächsten Schritt sagen, okay, also wenn man die Juden irgendwie verschwinden lässt, wie auch immer, ja, dann ist das Problem gelöst, nicht? Und genau so, also mit simplen Erklärungen und simplen Lösungsvorschlägen wird auch jetzt gearbeitet. Und das ist, das findet sehr schnell Resonanz. Was mir jetzt relativ neu erscheint, ist die Schamlosigkeit, mit der das passiert. Also selbst wenn Lügen aufgedeckt werden, macht das nichts. Ja? Also man muss sich auch nicht entschuldigen. Früher hat man sich entschuldigt, also auch wenn das so halbherzige Entschuldigungen waren, also wenn Sie die meinetwegen Entschuldigungen von Haider hernehmen, also meinetwegen muss ich mich entschuldigen oder so, das waren schon so kalkuliert ambivalente Äußerungen. Aber auch das muss man nicht mehr. Also wenn Sie sich Trumps Inauguration anschauen, wo ja so offensichtlich war, dass weniger Leute bei seiner Inauguration waren als bei Obama und er behauptet das Gegenteil und es wird nachgewiesen, macht es auch nichts. Dann geht es zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Also es ist so irgendwie, dass dieser Eindruck entsteht, denke ich, bei uns allen, anything goes. Ja? Also ist alles möglich, es macht nichts, im Sinne von ist eh wurscht, auf gut Österreichisch. Und das, denke ich, kann nur zu einer Steigerung der Politikverdrossenheit führen. Also deshalb ist das, glaube ich, auch wichtig, sich das anzuschauen. Nicht? Also andererseits wird ja ständig darüber diskutiert, warum interessiert man sich nicht für Politik, warum glauben so viele Leute, es ist eh alles gleich und die ganze Politik ist eh wurscht. Ja? Und warum geht man nicht wählen und warum sind Jugendliche irgendwie nicht ansprechbar und so weiter. Naja, wenn man das Gefühl hat, es ist eh alles wurscht, dann ist das ein unglaublicher Verlust an Glaubwürdigkeit. Und deshalb denke ich, muss sowohl zurück zu einer sachlichen Politik gekommen werden, wie auch wieder zu bestimmten moralischen und ethischen Standpunkten.